Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Dupsi und ich nehme euch heute wieder mit nach Hyboria, der unwirklichen Welt von Conan. Guckt euch dieses Mistwetter an. Das kann doch nicht sein, wa? Und eben, wo ich hier so rumgucke, was sehe ich da oben? Es muss da einen Zugang geben. Ja, wo sind wir hier? Ich kann euch das sagen. Wir fangen mal an wie immer. Was war los? Was ist geschehen? Das kann ich euch sagen. Wir haben doch den Krokoboss gefunden. Ja? Also einen Krokoboss. Und bei der Gelegenheit oder auf dem Wege nach Hause bin ich hier drüber gestolpert. Das heißt, ich wollte mir eben die Schiffe angucken. Plötzlich wurde ich angegriffen von irgend so ein, naja, von irgend so Wichtel halt, wa? So. Und nun, nachdem ich hier stehe und mache meine Ansage, gucke ich so rum und sehe da oben das Gerüst. Das heißt, da geht's hoch. Also nicht da geht's hoch, es geht hoch. Wo das hoch geht, das müssen wir jetzt mal gucken. Wenn mich nicht alle täuscht, war ich hier schon mal mit Bruder Ron oben. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Genau. Ja, hier waren wir schon mal. Das Kapitänsquartier. Aber da waren wir zu zweit. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, wenn ihr mal so nach links und nach rechts schaut. Ja, ich bin alleine. Okay, da haben wir ein kleineres Krokodil. Kommen wir mit denen nicht klar, kommen wir mit nicht klar. Der Zugang wird wahrscheinlich von Land aus sein. Was gibt es denn hier noch alles? Steine gibt es hier. Steine, Steine, Steine. Und wieder ein Schiffswrack. Schiffswracks immer interessant. Denn da könnten überall noch Kisten rumliegen. So. Oh, oh, oh. Da ist eine große Anlage. Wenn wir die Leute da drin alle alleine killen sollen. Oh, oh, oh. Zumal ich ja noch nicht Level 60 bin oder so, ja. Bin da hier noch ziemlich am Anfang. Was heißt ziemlich am Anfang? Ist auch Quatsch. Aber ich sag mal, was habe ich? Level 43 oder so? Wie ist der da jetzt schon los? Nachtwächter, was hast du? Glaskugeln. Glaskugeln nehme ich immer mit, weil, ja, ich stehe auf Glas. Und schon bin ich überlastet. Yo. Wenn jetzt jemand vorbeikommt, bin ich schon dort. Zack. Da hat mich ihn angepiekt. Würde ich da behaupten, hier ist noch was. Oder sollen das alle Speer sein? Ich glaube, da backt noch einer drinne. Ich meine kein Kuchen, sondern der hängt hier fest. Werden wir erlösen. Rindkicken müssen wir trotzdem immer an die Kollegen. Weil jetzt zum Beispiel diese Teerkugeln, die lassen sich gut verarbeiten. So, jetzt muss ich hier was wegwerfen. Hier, Fledermaushaut muss weg. Kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Pfeile sind gleich alle. Das ist ja auch praktisch. Spitzhacke, na, die Spitzhacke brauche ich auch noch. Also, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo rennt der denn hin? Da luft schon wieder jemand. Lohnt sich das hier weiter zu gehen? Aber da laufe ich, glaube ich, genau in den Dschungel drin.
Wo ich ja nicht hin will. Ich will ja eigentlich das Schiff erkunden. Wisst ihr? Dass hier so viel Zeug rumliegt. Das sind doch keine Schiffsknochen. Das, kein Schiffsskelett. Das sind doch... Ja, wisst ihr, was ich meine? Das sind große Elefanten gewesen. Und jetzt sind sie tot. Man stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, warum? Warum kommst du jetzt an, Vogel? Wo ich nicht sehe. Wo ist meine Einheit? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Doch, rechts rum, da. Da müssen wir lang. Dann erstmal zum Wasser. Jetzt hier zum Wasser. Ja. Leichenpflaster in seinen Weg. So. Naja. Wie gesagt, hier war noch eine einsame Dame unterwegs. Die mich wahrscheinlich gleich von hinten angreift. Und da geht's auf jeden Fall zum Lager. Ups. Schwefel kann ich jetzt nicht mitnehmen. Hier wird wahrscheinlich jetzt keine Truhe mehr sein. So dicht am Lager. Zumal das jetzt natürlich auch fraglich ist. Was mache ich hier? Denn ich habe ja keinen Platz, um irgendwas aufzunehmen. Kugeln, ja. Ich nehme immer so gerne Kugeln. Kann ich nicht? Seemannslied der schwarzen Hand. Na, das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Können wir ein Liedchen trillern? Ja, ich hatte euch ja in der letzten Folge gefragt, ihr mögt doch mal oder euch gebeten, mal zu sagen, wie ihr euch ein eventuelles 100 Special, eine 100, ja, ein, ja, ich weiß nicht. Also wir wollten ein Special machen für 100 Abonnenten. Ein 100 Abonnenten Special, genau. Und da hatte ich euch gebeten, ihr möchtet mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch dabei vorstellen könnt. Ob wir da einen Livestream machen oder ob ich einen schönen Zusammenschnitt machen soll von vielen Folgen. Wie auch immer. Die Auswertung kann ich jetzt nicht fahren, da ich ja diese Sendung hier gleich im Anschluss aufgenommen habe. Also bei mir ist es immer noch Sonntag. Und bei euch ist es schon Donnerstag wahrscheinlich. Und demzufolge, ja, werden wir Sonntag, also werden wir hier noch in einer Woche von heute an, also den kommenden Sonntag, erst erfahren, was das werden soll. Vorausgesetzt, ihr beteiligt euch auch. So. Tadam, tadam. Hier oben sieht es ganz schön ruhig aus. Da sehe ich bloß ein. Naja, ist doch okay. Dann kann ich da noch ein bisschen rumwühlen. Ich mache das hier alles so mit der Taschenlampe. Taschenlampe, ja. Mit der Fackel meine ich natürlich. Mal gucken. Ob ihr da auch was seht. Mir ist ja nicht so richtig, wo ich hier anfangen soll.
viele Käfige. Eine Truhe. Eine Teerkugel. Würde ich gerne nehmen. Schiete, schon wieder überlastet. Schmeißt das. Was ist denn das hier? Silberbar nicht. Schmeißen wir dir Tränk raus. 100%. Reicht immer noch nicht. Holz raus. 96, okay. Ja, und so wird das immer weiterhin, wa? Was sind du ja, Mutter? Ach, guck mal, was die schön hat. Ach, eine neue Farbe. Orange. Kann ich das mitnehmen? Jo, kann ich. So. Schauen wir mal weiter, was hier für Schmackos gibt. Was lass denn da so? Oh, der hat eine Sprengdrüse. Sprengdrüse ist natürlich gut. Unbedingt. So. Aua. Aua. Also die taugen nicht viel, die Jungs, aber die haben guten Loot bei, wa? Da kannst du nicht meckern. Da sind immer schöne Sachen in der Tasche. Das lohnt sich also wirklich immer überall mal reinzugucken. Irgendwie sehen die alle so ein bisschen glitschig aus. Da habe ich die Angst auszurutschen. Muss jetzt schon ein bisschen wählerig sein, was ich hier einpacke. So, wir gehen mal weiter gucken. Ach, da sitzt ja noch einer. Was ist denn mit dir? Warum beteiligst du dich hier nicht? Oder war das denn lieber? Der hat mir ja nichts getan. Jo, die anderen haben mir auch nichts getan. Ich bin nun mal ein Barbar. Was soll ich denn machen? Muss ich alle Tiere lassen. Kann ich nicht mitnehmen. Ne, ne, ne. Naja, weil ich wieder perfekt vorbereitet bin. Das zeichnet mich eben aus. Und wenn Bruder Rondet wieder sieht, dann kriegt der eine Krise. Nupsi rennt wieder rum wie ein Friseur. Aber ich muss zu meiner Entschuldigung mal sagen, das war ja hier nur alle ja nicht so geplant, ja? Das war so nicht geplant. Durchdrehen müsst ihr nicht gleich. Vor lauter Freude hier. Knochenmehl. Na, kann ich nie brauchen. Kein Platz. Tja. Vielleicht haben die auch alle Wandertag und die kommen einfach nur ungelegen. Wisst ihr, dass die meisten ja nie da sind? Finde doof, wenn ihr mal mit eurem Flitzbogen schießt hier. Macht Nupsi immer Aua. So. Ja, was man hier so durch Zufall, wo man überall hinkommt, ja, das ist ja verrückt. Ja, die Truhen sind natürlich kacke, wenn keine Silberbahnen drin sind. Ach, du bist schon verstorben. So, dann müssen wir mal hier wieder runter. Liegt da hier noch ein anderer Weg hoch, hä? Bin ich da oben jetzt gewesen? Ja. So, dann haben wir da noch einen rumzustehen. Ja. Teerkugel, klar. Kam gerade einer angerannt, das habe ich gesehen.
geht's hier noch hoch, da geht's nicht mehr hoch. Aber da oben muss ich noch hin. Wie komme ich denn da hin? Hier waren wir. So, und dann geht's hier nicht weiter. Naja. Bitteschön, Dankeschön. Wir sind da auch. Okay, dann von unten. Muss es ja noch einen anderen Aufgang geben. Wer schreit denn da? Was sagst du, kommst du spät, du Denk? Ui. Ja, Moment, ihr braucht, bis er mir gefallen ist. So. Ist das ein Aufgang? Nee, wa? Put your weapons up. Ja, ja. Nee, ist schon okay. Kommen denn deine Kumpels alle her? Die waren da eben hier da. Was heißt Okie Pokie? Jetzt gibt's gleich Poki. Atemtrank. Ein Teller Farbzusatz. Farbzusatz mitnehmen, Atemtrank mitnehmen. Überlastet. Scheiße. Nee, Silberbahn schmeiß ich nicht weg. Das schmeiß ich weg. Zwar nur durch den Atemtrank, wenn es sein muss. Die Pfeile hau ich auch weg. 100%. Scheißdreck. Na, das schmeckt mir hier ja wieder. Hau ich den Atemtrank wieder weg. Ach. Wir wollen so saronnen, wa? Dürfen wir nur noch das nehmen, was gut ist. Silbermünze ist gut. So, Hokey Pokey, sagt er. Jetzt sind wir noch nie weiter. Wir wollen doch nach da oben. Geht's hoch? Nee, hier war ich gerade eben. Oh, Freunde, ich weiß nicht, wo es hochgeht. Und ich glaube, das ist so Schnuller die Puller. Weil die Aldi und Lidl und wie sie alle heißen, ist ja eigentlich auch real. Gehen wir hier jetzt nochmal lang. Ja, Jungfrau. Na klar. Passt schon, ne? Passt schon. Tadam, 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 tadam. Aua, Pike. Mann, der hat Aua gemacht. Und das Eisenbahn? Ja. Silberbahn hätte ich genommen. Aber was hätten wir dafür wieder weggeschmissen? Man weiß es nicht. Oh, guck mal, jetzt bin ich aber schon ein bisschen angetatscht und ich muss unbedingt mich regenerieren. So, naja. Okay. Hä? Gerade als mein Entermesser rostig wurde, sagt er, na du bist ja ein Spinner, Kollege. Ach, du träumst doch. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Da muss ein feuchter Traum gewesen sein. So viel zum Thema Entermesser, ja? Mitgenommen. Okay. So, okie pokie. Hm.
Ei, ei. Ach, was nehmen die denn für Drogen, dass die immer so schreien? Und wieder eine Tante. Die Tanten sind immer die Schlimmsten, wa? Die geben Geräusche von sich. Junge, Junge, Junge. Die achten aber auf ihre Fieber. Ja. Ja, die sind geteilt. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier oben noch irgendwas finden. Ob hier irgendwas rumliegt. Eventuell ein Buch, ein Rezept oder. 7 so aus. Hallo? Weg doch beinahe runtergefallen, wa? Schon wieder eine Kugel? Oh oh. Ach, und du hast eine schöne Kugel. Ja. Wenn ich zu einer Frau sage, du hast eine schöne Kugel, das könnte nicht so gut sein. Könnte missverstanden werden, ja? Manche missversteht das ja miss. So, dann gehen wir mal hier drüben schon kurz gucken. Gucke. Da war nichts. Dann hopsen wir noch nach da oben. Und dann war's das gewesen. Weil, dann ist unsere Zeit nämlich auch um. Dididom. Hä? Alter. Holla. Holla, Frau Waldfee. Ein Buch. Du hast ein neues Rezept erlernt. Wobei ich mir nicht sicher bin, dass ich es nicht schon kenne oder hatte. Denn wir waren ja hier schon mal. Ja, kann natürlich sein, dass es dunkel war und wir das nicht gefunden haben. So, dann kommst du hier noch ran. Oh, ein Dreier. Ja, war ja eine Herausforderung. Okidoki, jetzt hier oben. Was gibt's denn hier noch? Du siehst aus wie legendär. Ja. Auf jeden Fall bist du legendär gestorben. Ich lass mal die Glaskugel jetzt liegen. So, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir zum Finale. Das war ein legendärer. Alter Schalter. Obsidian nehmen wir mit. Und du, Kollege, hast Leuchtschleim, den lassen wir. Oh, warte mal. Aha, Geiselsteinfragment nehmen wir mit. Für unseren Bruder Ron, falls der die noch nicht hat. Silbermünzen nehmen wir mit. Ein Blick in die Truhe und wir erkennen sofort, hier ist nur Kacke. Kacke. Ansonsten. Freunde, das war's gewesen. Das soll ausreichend sein. Ich freue mich, dass ihr wieder bei wart und mit mir dieses Abenteuer begangen habt oder mich dabei begleitet. Vielen, vielen Dank. Daumen nördliche Richtung wäre super. Erzählt Freunden und Bekannten vom Kanal. Die möchten Onkel Nupsi ruhig mal besuchen. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen oder nicht gefallen hat und seid das nächste Mal wieder dabei. In diesem Sinne, tschö mit Ö, sagt Onkel Nupsi.